Ihr wolltet eine zweite Folge, die bekommt ihr. Aber nur weil ihr so kräftig den Like-Button verprügelt habt. Bitte schlagt nicht schon wieder auf mich ein. Sorry, Like-Button, das ist das Leben. Für alle, die die letzte Folge verpasst haben. In der letzten Folge vom Spinnenmann haben wir einen Gefangenentransport eskortiert. Und wie es sein sollte, ging das mächtig schief. Wir besiegten die geflohenen Gefangenen und verfolgten den ausgebrochenen Rhino. Nach einer langen Verfolgungsjagd besiegten wir ihn und er wurde in Gewahrsam gebracht. Von einem Typen, dem ich ehrlich gesagt nicht so vertraue. PS, Pete macht mit Mary Jane einen Geschäftsurlaub. Das heißt... Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Also haben wir viel Verantwortung. Yo, Genki. Alter, Rhino? Was? Ja, wo bist du? Bist du in die Wohnung gekommen? Ja, deine Mom hat mich reingelassen. Ich habe meine Sachen schon überall verteilt. Jetzt bin ich im Park. Frische Luft schnappen. Oh, perfekt. Komm rüber zum Amphitheater. Ich muss dir was zeigen. Ist das eine Spinnensache? Bitte sag, dass du ein Stück von Rhinos Horn hast oder sowas. Die Bilder von dem Kampf waren echt richtig krass. Definitiv eine Spinnensache. Definitiv. Und definitiv besser als ein Horn. Oh, das klingt echt spannend. Bin gleich da. Okay, ich bin gespannt. Was ist es? Wir werden es jetzt rausfinden. Oh, wir sind schon da. What the f... Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal. Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Ei. Mach's auf. Alter, zieh ihn mal an. Was ist ich das? Gebe Deckung. Oh, haben wir einen neuen Anzug bekommen? Komm schon. Was ist? Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Echt, Mann. Okay. Wie sehe ich aus? Ehrlich gesagt, der alte Anzug mit der Jacke oben drüber sah schon besser aus. Aber hey, immerhin ein Geschenk von Spider-Man. Wow. Alter. Was? Miles Morales, Glückwunsch und willkommen in deinem allerersten Superanzug. Okay, der Anzug ist besser. Scheiße, der redet mit mir. Du hast einen neuen Anzug. Anzüge können im Anzüge-Menü auf der Anzüge-Seite ausgerüstet werden. Ein sehr komischer Satz. Komm wieder her, wenn du weitere Anzüge freigeschaltet hast oder wenn du deinen aktuellen Anzug wechseln möchtest. Stadtaufwärts findest du Teil 2 dieses Supergeschenks. Es gibt ein Teil 2 des Geschenks? Alter, Spider-Man, du verwöhnst mich. Das ist erst die Hälfte des Geschenks. Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde. Also weiß ich selber noch nicht. Okay, stadtaufwärts, 1400 Meter. Willkommen bei Just the Facts mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer, J. Jonah Jameson. Oh, nicht der schon wieder. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Was für ein Masochist? Traurige Nachricht, Leute. Meine Weihnachtsspendengala wurde abgesagt. Wegen ein paar irren Superhelden. Lass mich raten, wir sind's. Ist was Besseres? Oh. Oh, von denen hier habe ich nur Gutes gehört. Hallo, hier ist Danica Hawk mit dem Danicast, wo wir uns auf Leute konzentrieren, die unsere Stadt nach vorne bringen. Heutiges Thema? Wie wär's mit Aktienhändlern, profitgierigen Colleges oder den Erfindern von Autoplay bei Internetvideos? Hey, bringe ich unsere Stadt nicht nach vorne? Verdammt, ich bin ein Superheld. Und sogar ein schwarzer Superheld. Also das soll jetzt nicht rassistisch sein, aber ich bringe unsere Stadt ja sowas von nach vorne. Nein. Natürlich berichten wir, wie die Spider-Man Rhino zur Strecke gebracht haben. Abonnier. Oh, danke schön. Dannycast, neuer Lieblingspodcast. Auf jeden Fall. Obwohl wir die halbe Stadt zerstört haben. Lass mich mal normal laufen. Obwohl, boosten wir uns kurz rüber. Pete hat ja so einiges vorbereitet. Ja, ich merke, Pete hat auf jeden Fall einiges vorbereitet. Alter, sogar eine Lasershow. Krank. Herausforderung starten. Herausforderung? Freu dich auf deine erste holographische Trainingseinheit. Ach du Kacke. Solche Einheiten sind in der ganzen Stadt verteilt. Ei. Du bist auf neue Moves und Techniken spezialisiert. Bei dieser geht es um akrobatische Improvisation. Bin ich der Einzige? Also mich stört das, dass der Anzug im Hals... Was genau sollen wir tun? Halte Viereck gedrückt, um eine Luftschleuder auszuführen. Okay. Drücke wiederholt Viereck, um eine Luftkombo auszuführen. Oh mein Gott, okay. Leg dich nicht mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft an. Okay. Oh, ich habe ihn komplett vernichtet. Okay, entwaffnen hört sich auch krank an. Dreieck halten, um den Gegner zu entwaffnen. Drücke für ein Venom-Schmetter L1, Viereck und X. Okay. Ich hab's drauf.
Wow. So, waren das alle? Bingo. Bluescreen des Todes. Tonnen von Hightech-Zeug zu verkaufen. Oh, shit. Alter, wer seid ihr? Und dann das Zeug. Ach du Kacke. Ich war hier gerade am Lernen. Oh mein Gott, ihr habt jetzt keine Chance gegen mich. Ich meine, Leute, ich habe gerade geübt. Ich bin verdammt stark. Let's go. Oh, da hinten zieht mit der Waffe. Das ist keine gute Idee. Und du kriegst einen Finisher ab. Let's go. War doch gar nicht so schwer. Easy. Das war's für die Technik, Diebe. Ja. Und jetzt zur Trennung. Ich merke schon, dass es ein Systemfehler ist. Was genau soll ich jetzt tun? Oh, ich soll das reparieren? Computer reparieren. Kernel Panic. Das ist weird. Ich setze das BIOS zurück. Super, das war's schon. Pete hat Schwingen. Ist das jetzt wirklich eine gute Idee? Herausforderungen erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Okay. Das sieht krass aus. Das sind anscheinend die verschiedenen Herausforderungen, die wir haben über die Map verteilt, wo wir neue Fähigkeiten bekommen. Nice. Wir gehen einfach mal zum nächsten Punkt. Das hier ist der hier. Da setze ich einen Kontrollpunkt. Ja, das sollte eigentlich so passen. Neuer Trip. Hey, kein Plan, was das ist. Auf dem Rückweg bei der Plaza vorbeischauen. Im Vorbeigehen sah es so aus, als wollte da jemand einbrechen. Ja, ich sehe mir das an. In der Plaza wollte jemand einbrechen. Okay, aber erstmal skillen wir die Fähigkeiten. Und zwar, ich skill jetzt einfach mal das hier, den Venom-Sprung. Das Drücken von L1 plus X schleudert nahe Gegner in die Luft, wodurch sie entwaffnet und Venom geschockt werden. Okay, das hört sich nice an. L1 plus X, kann ich mir merken. Ich glaube, es ist eine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität. Oh, die braucht einen Namen. Wie wär's mit Venom-Kraft? Klingt das nicht irgendwie cool? Okay. Applaus. Nicht schlecht. Ich mach mich erst zur Plaza, dann heim. Denk dran, Venomkraft. Glaub mir, das ist super. Ey, du hast doch die besten Namensempfehlungen, mein Freund. Okay, 800 Meter, das sollten wir easy schaffen. Vor allen Dingen macht es einfach Spaß, durch die verdammte Stadt zu schwingen. Wow, Alter, ich bin so schnell. Noch 500 Meter. Ist es das Gebäude da hinten, das große? Alter, das sieht verdächtig aus. Ich meine, da wird sogar ich einbrechen. Die Weiterempfehlung dieses Podcasts. Wir sind in den Charts von 136 auf 87 gestiegen. Wirklich, wow. Krass. Okay, okay, weiter im Text. Heute übertrage ich live aus der langen Schlange für meinen Einbürgerungstest. Aus der langen Schlange für meinen Einbürgerungstest? Bro. Was ist das? Hier soll es einen Einbruch geben. Es sieht aber Hallo, so verdächtig leer aus. Simon Krieger. Und wir stehen hier neben... Oh, der! ...einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Simon, wie ist das möglich? Lautet Nuform. Okay, ich verstehe kein Wort. Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre... Ich glaube, er ist der Bösewicht. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Du hast irgendwas vor. Unser ganzer Planet, angetrieben von UFO. Roxxon, wir sind für Sie da. Aber geile Werbung, ich möchte jetzt auch eins haben. Was war das? Oh, das war der Einbruch. Verdammt. Lass uns mal durchgucken. Es ist niemand zu sehen. Hier ist einiges kaputt. Vielleicht haben die etwas gesucht. Sollen wir... Nein, das ist mein Kontrollpunkt. Das Gute ist, ich bin ja ein Hacker. Von daher... Nuform. Was bist du denn? Alter! Wo? Wow! Okay, das tut weh. Boah! Yo, entspannt euch mal! Auf gar keinen Fall nimmt diese Nacht ein Ende! Was ist das für Leute?
Ich habe ein Problem. L1 plus 4, ey. Let's go. Wo? Oh, es tut mir so leid. Ich bin nur nicht freundlich, ich bin aus der Nachbarschaft. Ihr müsst doch erstmal treffen. Egal, was für Waffen ihr habt. Wenn ihr nicht trefft, dann bringt euch das nichts. Oh, tut mir leid, Bro. Tut mir sowas von leid. Das sieht schmerzhaft aus. Ich glaube, ich probiere jetzt mal gleich erstmal den Venom-Sprung aus. Weil ich möchte sehen, was der so macht. Das war L1 plus X, glaube ich. Oh mein Gott. Nice. Und Finisher. Let's go. Was sind das für Waffen? Memory Metall? Memory Metall? Was auch immer Memory Metall ist. Lass mich hier lieber hochlaufen. Ihr geht erst, wenn ihr fertig seid. Falsch. Ihr geht, wenn ich mit euch fertig bin. Und das bin ich gleich. Ey, gib mal deine Waffe. Schießen ist ja gar nicht cool. Ja. Na klar geht mich das was an. So, du kannst auf jeden Fall nicht mehr schießen. Alter, Granaten, gar nicht cool. Mach ich den Venom-Sprung, nimm dich mal mit nach oben. Ah, die sind aber ziemlich hartnäckig. Da sind noch mehr? Boom. Oh, ist das geil. Das war's. Das war's komplett. Bleibt einfach liegen. Das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr nicht liegen bleibt. Ich meine, ich wäre schon längst liegen geblieben. Lebt da noch? Oh, verdammt, da sind ja noch mehr von euch. Seid ihr nervig. Muss ich euch ein bisschen Respekt beibringen? Kein Problem. Boom. Oh, Broski. Das war's. So hart war's das. Keiner von euch steht mehr? Endlich, ihr habt mich ziemlich genervt, Alter. Sie haben von Nuform-Lieferungen geredet. Wenn ich das gleiche finde wie Sie, weiß ich, wo Sie zuschlagen. Aber wo finde ich es? Oh, da, 14 Meter. Kann ich die Scheibe einfach einschlagen? Das waren die Einbrecher. Ihr habt's alle gesehen, oder? Untersuchen, zeig her. Sie verfolgen Nuform-Lieferungen. Aber warum? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Roxxon Security, die können übernehmen. Das sehe ich mir später an. Okay, das heißt hier, das war's mit meiner Aufgabe. Oh. Wir sind für Sie da, erhalten. Die Mission ja gar nicht so schwer. Ich muss nach Hause. Weihnachtsessen hört sich gerade ziemlich verlockend an. Oh ja, auf jeden Fall. Ich sehe mir diese Gruppe und die Nuform-Sache morgen an. Oh, und unser Anzug hat sich hochgelevelt. Was macht ihr denn hier oben? Hallo, hier ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ihr seid ziemlich verdächtig. Verdammt. Also, nicht, weil ihr schwarz seid. Okay, zeig her, bevor ich mich hier in Sachen verstricke. Was ist das hier, ein Rucksack? Oh, ist das der zweite Teil vom Geschenk? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Oh, verdammt. Ach nein. Das sind meine normalen Sachen. Nice, Miles kehrt zurück. Zieh dich schnell um. Das hättest du vielleicht draußen machen sollen, weil jetzt könnte deine Mami einfach reinkommen. Schönes Hemd. Mhm. Uff, uff. Sieht gut aus. Zu gut. Geh in die Küche. Okay, aber lass uns das hier nochmal angucken. Das interessiert mich. Abschluss der Mittelstufe. Lange nicht gesehen, die zwei. Ist das nicht der Dad? Der Dad ist doch tot. Rest in peace. Nice Musik, Laptop. Okay, alles Mögliche. Ah, wir gehen erstmal runter. Ich meine, wir haben bestimmt noch genug Zeit im Zimmer, uns umzugucken. Was war das? Alles gut, nur gekleckert. Ich mach das eben schnell sauber. Alles okay. Ich hoffe, du machst es sauber. Ay, bendito. Oh Gott. Mijo, qué guapo. Gracias, Mami. Wir haben heute einen Gast. Kannst du die Wohnung vorbereiten? Oh, vielleicht Musik anmachen für die Stimmung? Ah, Nadja. Echt jetzt? Hm. Deine Wahlkampfmanagerin? Ein Heiligabend? Tja, die Kundgebung morgen plant sich nicht von allein. Danke, dass du alles vorbereitet hast, Mijo. Hallo? Ist das stressig. Nadja, haben wir schon die Genehmigung für morgen? Okay.
Bereite die Wohnung vor, dann machen wir das mal. Was soll ich genau tun? Hier ist ein Kühlschrank, der ist cool. Warte auf die Essenszeit, bitte. Ich wollte eigentlich nur vorbereiten die Wohnung, Mama. Entspann dich, es ist Weihnachten. Okay, was soll ich dann genau tun? Nein. Ich kann mit ihr reden. Gastonkel Aaron? Un segundo. Un segundo. Du weißt, dass ich ihn nicht hier haben möchte. Ich dachte nur... Ach, egal. Ach, der Onkel ist doch der Allercoolste. Wir reden später darüber, ja? Nadia, bin wieder da. Kann ich mich umdrehen? Ja, okay, perfekt. Was genau sollen wir tun? Wir können hier nochmal einschalten. Ich dachte, wir hätten die Formulare schon geschrieben. Oh, das gehört zum Vorbereiten dazu. Schön, dass wir Dads Baum noch haben. Ach, absolut. Er hat das Ding geliebt. Nichts ist wie ein echtes Brooklyn-Weihnachten. Ich sag's dir. Das hat er immer gesagt. Wo ist die Musik? Ich will die Musik einschalten. Für die Stimmung. Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden, okay? Können wir nicht wenigstens das Badezimmer zumachen? Mom hat wohl auch noch nicht alles ausgepackt. Hey, diese Tapete ist so typisch Abuela. Was hat der Typ aber auf der anderen Seite geredet? Was stimmt mit dir bevor nicht? Bevor ich vergesse, danke, dass ich die Ferien über hier bleiben kann. Jederzeit, Mann. Kein Problem, Broski. Gefällt's deinen Eltern auf Hawaii? Sie haben mich vorhin vom Gipfel des Haleakala aus angerufen. Also geht's ihnen wohl gut. Ich wollte Weihnachten in New York nicht verpassen. Nein, das ist die schönste Zeit des Jahres. Also ich wäre lieber in Hawaii. Hawaii, why, why? Wo mache ich denn jetzt die Musik an? Das nervt mich ja fast schon. Das macht ja gar keinen Sinn, das in meinem Zimmer anzumachen. Mams Kandidatur für den Stadtrat ging schnell. Okay. Und in Harlem lieben sie. Wahrscheinlich sollen wir uns alles mal angucken, oder? Keine Platten. Hey Mom, wo sind Dads Platten? In meinem Zimmer. Danke. Nein, nein, das glaube ich nicht. No prob. Ah, okay, in ihrem Zimmer brauchen wir jetzt die Platten. Kann ich nicht schneller laufen? Ich weiß, zu Hause laufen, das gehört sich irgendwie nicht. Aber ich trage auch Schuhe zu Hause und das gehört sich auch nicht. Wo sind meine Platten? Zeitung. Mom hat hunderte davon bestellt, die Dad in einem Artikel erwähnt wurde. Wer ist Spider-Man? Oh, Ehrenfrau. Wenn du wüsstest, Mom. Wenn du wüsstest. Warte, was war das? Muss beim Umzug hier gelandet sein. Eine von Dads alten Fallakten. Wer ist der Prowler? Das interessiert mich auch. Wer ist der Prowler? Umdrehen. Ob Dad ihn jemals geschnappt hat? Oh, das ist doch sein Onkel. Verdammt. Okay, gib mir lieber die Platten. Untersuchen. Oh, dürfen wir uns jetzt eine aussuchen? Nehmen wir einfach mal die hier. Das war Onkel Aaron's. Merry Christmas, Baby. Hört sich doch gut an. Nehmen wir die Platte. Nehmen. Jetzt kommt die Stimmungsrakete. Beste Platte aller Zeiten. Aha, aha, aha. Vertraut DJ und seinem Musikgeschmack. Das habe ich lange nicht gehört. Das war Onkel Aaron's. Oh, trotzdem eine tolle Platte. Trotzdem, Alter, ist das gemein. Ist schon kaputt. Wo ist denn die Klingel? Machst du das bitte? Ja, ich natürlich. Mach das, klar. Wenn ich wüsste, wo die scheiß Tür ist. Oh, da ist die Tür. Tut mir leid. Ich wollte nicht scheiß sagen. Das war respektlos. Sorry, bra. I love you. Die Klingel geht wieder. Wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie lange? Monate. Wer ist das? Ist viel passiert. Ja, da hast du recht. Ist das unser Ehrengast? Kommt rein, ihr zwei. Essen ist fast fertig. Finn, wie schön, dass du es einrichten konntest. Danke für die Einladung, Miss Morales. Wir haben dich vermisst. Also der da ganz besonders. Ach, werde ich jetzt hier zwangsverheiratet oder was? Hi. Finn, krank. Das ist Genki, mein Freund von der Brooklyn Visions Academy. Genki, das ist Finn. Wir sind beste Freunde. Also nehmen wir. Oh ja, okay, bei der Schulwissenschaftsmesse gewonnen, oder? Mit einem, Energiekonverter. Oh shit, so. Oh, ich spüre Romantik. Die Verkabelung hier ist total. Natürlich muss alles kaputt gemacht werden. Natürlich. Also, okay, lass mich die Sicherung checken. Kerzenlicht? Ich schwöre, das hat nichts mit der Klingelreparatur zu tun. Nee, hat's auch nicht. Bestimmt nicht. Okay, zum Glück kann ich das wahrscheinlich, weil ich bin Spider-Man. Ich kann alles. Nicht gut. Der Schalter hat keinen Strom. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht kann ich von der Feuerleiter aus irgendwas sehen. Oh Gott, ich glaube, da wird auf jeden Fall nichts Gutes sein, oder? Vielleicht der Prowler.
Von hier aus. Obwohl, er würde niemals zu mir nach Hause kommen. Ist ja mein Onkel. Außer man ist super klebrig. Oh, shit. Yo. Ha. Wie geil ist das denn? Wir können ein Smile-Spider-Man sein? Oh, verdammt. Okay. Wer ist denn da oben? Da sind irgendwelche Leute? Was machen die da? Ah ja, ist das nice. Okay. Wir können jetzt hier nicht langlaufen, wir müssen die aber auf jeden Fall spionieren. Aber Leute, ich denke mal, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Falls ihr noch eine Folge haben wollt, dann schreibt sowieso Hashtag mehr in die Kommentare. Vergesst auf jeden Fall nicht das Liken und Abonnieren. Ich beende jetzt hier erstmal meinen Teil. Die Story wird auf jeden Fall noch ziemlich interessant. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.